Ja, hallo und willkommen zur ersten Promotion der Watchlist 1. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Auf Platz Nummer 3. Ja, da liegt eine Person, die hatte leider etwas Pech, denn es war ein wirklich sehr, sehr knappes Rennen zwischen dem zweiten und dem dritten Platz. Tut mir leid, aber hier ist er, der dritte Platz. Ist ja auch was. Da ist was. Oh mein Gott, ich hab dich gesehen. Oh mein Gott, ich hab alles gesehen. Okay. Okay, kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Nein. Oh, dieses Spiel ist doch irgendwie schon gruselig. Ich laufe die ganze Zeit mit einer Gänsehaut herum. Okay, Library. Bibliotheken. Da sind doch immer Verrückte, oder? Ah, ich sehe das Blut doch schon da. Können wir auch wieder zumachen? Ja. Gedärme. Oh. Renn da hoch. Heilige Mutter. Heilige Mutter Gottes. Mein Gott. Oh Gott. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Bleib ruhig, Lennart. Bleib ruhig. Oh, bleib ruhig. Okay. Jetzt geht die Tür aber doch auf, oder? Nein. Oh mein Gott, ich will da nicht durch. Muss ich jetzt echt nochmal da rein? Leute, ey. Leute. Ja, Vanguard LP, der dritte Platz, der ist für dich. Und dann würde ich sagen, werfen wir doch gleich mal einen Blick auf deinen Kanal. Was natürlich gleich ins Auge sticht, ist der erste Part von Outlast, einem sehr gruseligen Horrorspiel. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, der Vanguard, der spielt das derzeit noch durch und ist natürlich an einigen Stellen ein bisschen ängstlich, was man auch verstehen kann, aber er macht das wirklich sehr gut. Auch in Sachen Kommentieren kann man ihm nichts übel nehmen, er weiß wirklich, was er sagt. Auf jeden Fall hat der Vanguard LP leider nur 33 Abonnenten zum Zeitpunkt der Aufnahme, daher der Aufruf an die Zuschauer, abonniert ihn, er ist wirklich ein toller Kerl. Seine Videos kann man sich anschauen und er ist mit Abstand besser als die meisten kleinen YouTuber, die man hier auf YouTube findet. Ansonsten für alle Zuschauer, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, der Vanguard spielt auch noch andere Spiele wie zum Beispiel Fable oder Gothic, von dem ich euch jetzt gleich im Anschluss noch ein kleines Let's Play von ihm zeigen werde. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und dann wenden wir uns danach zum zweiten Platz. Wir haben keinen Schutz gegen Feuer. Was macht der denn? Oh, falscher Zauber. Jetzt hab ich einen. Oh, Moment. Habt ihr das gesehen, die Treppen? Ja, das könnte klappen. Moment, wir nehmen nochmal den. So, den Eisblock haben wir nicht mehr. Wir nehmen das Herz, rüsten das aus. Und dann gehen wir hier einfach mal die Stufen hoch. Das ist doch eine Idee, oder? Okay. Er kommt. Geh da hoch! Oh, ich hasse es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Okay, dann machen wir das anders. Er wird hier lang zurückrennen. Geh doch da hoch. Bitte. Ich habe nicht so viel Zeit. So. Können wir den von hier... Ich muss irgendwie nach unten schauen können. Da ist er. Okay, gehen wir mal eine Stufe runter. Und noch eine runter. Okay. Wo ist der denn jetzt? Oh, jetzt sag nicht, dass der weggerannt ist. So. Wir müssen ihn nur noch anvisieren können. Nein! Oh, du Idiot, warum springst du denn runter? Oh, ich habe Alt gedrückt anstatt Steuerung. Oh nein. Der Plan war so gut. Na super, wir werden sowas von sterben, oder? Wieso? Oh, dieser... Schieß ihn ab! Das klappt nicht! Oh nein, wir können uns nicht bewegen! Wow.
Ich hoffe, der kleine Ausschnitt hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr von ihm sehen wollt, Links in der Beschreibung oder am Ende des Videos. Und dann würde ich sagen, abonniert ihn doch einfach mal. Kommen wir nun zum zweiten Platz, einem weiteren Let's Player. Wer hätte das gedacht? Ja, schaut einfach mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Reise fortsetzen, natürlich nicht. Oh, wir sind tot. Er fliegt. Schauen Sie sich an, meine Damen und Herren. Es könnte ein bisschen holprig werden. Oh, das war schon mal knapp. Da musste ich mal kurz ausweichen. Wo bleiben die Erdnüsse? Die Erdnüsse sind alle. Gibt's doch nicht. Was sind das für ein Flugunternehmen? Kurz vor der Pleite. Wir mussten auch die Oliven einsparen. Aber Packung Gummibärchen gibt's da wohl noch, oder? Die habe ich schon gegessen. Du Schwein. So, da sind wir, meine Damen und Herren. Ich hoffe, der Flug war angenehm. Und wenn nicht, dann halten Sie die Fresse. Gummibärchen, Gummibärchen, Gummibärchen. Ich geb dir gleich mal ein Gummibärchen. Dazu musst du mich erstmal aus dem Ding hier rauskriegen. Da bist du ja schon draußen. Ja, ich weiß. Ich hatte schon gedrückt. Oh. So, ja. Die Gulli. Isaac, wir haben viel zu tun. Ich fliege dir einfach mal hinterher. Okay. Ach, du fliegst bei mir falsch rum. Wie, so rum? Ja. Du bist bei mir auch, du bist auf den Kopf gestellt, ne? Ah, komm her, du Mistvieh. Oh, hör auf, da rüber zu klettern. Komm her! Da ist noch eins. Wo ist da? Ich hab da neben geschneit, hier. Ah, da. Ich glaube, das lebt noch. Das ja. So, da kommt noch, da kommt noch mehr. Ich wollte erstmal looten, aber okay, da ist ja noch eins. Tatsächlich. Ist das tot? Nö. Nein. Wow! So, jetzt ist tot. Und was haben wir da? Nein, das ist noch nicht tot. Das ist ein neues. Wie ein neues? Das Ding. Und der zweite Platz geht an Rapid Immerse Gaming. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Video, was ihr gerade gesehen habt, war ein Let's Play Together mit einem Kollegen von ihm. Und dann würde ich sagen, werfen wir doch einfach mal einen Blick auf seinen Kanal. Rein vom Optischen her muss ich sagen, dass Rapid Immerse Gaming den besten Kanal hat. Das heißt, sein Header sieht wirklich gut aus und allgemein seine Thumbnails passen auch. Auch die Ordnung in dem Kanal ist an sich relativ akzeptabel und rein von der Videoqualität und anderen Sachen hat er wirklich schon das Potenzial eines größeren YouTubers. Nur leider mangelt es ihm derzeit an Abonnenten, wie es vielen anderen YouTubern auch geht. Da könnt ihr natürlich jetzt aushelfen, abonniert Rapid Immerse Gaming und erlebt zusammen mit ihm ein neues Abenteuer. Rapid Immerse Gaming spielt nicht nur Dead Space 3 Coop, sondern auch Everlong und Tales of Xillia, von dem ihr jetzt gleich noch einen kleinen Part sehen werdet. Viel Spaß. Das hier sieht schon mal nach denselben Gegnern aus, die wir. I can't believe the size of this facility. Everything in Olympias is so grandiose. It's like a city in and of itself. Die wir auch in dem Schiff gesehen hatten. Ein Donner-Djinn, oder so? Mhm. Oh, die droppen Navi-Metall, das ist cool. Komm schon. Wind war jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber egal. Komm schon. Die sind uns gerade am Töten? Gibt's doch nicht. Oh Mann, ey. So viel zum Thema. Die Speichergelegenheit nutzen wir nicht. Da werden wir von den erstbesten Gegnern schon fast umgenutzt, oder was? Komm schon. Ah. Ja, den haben wir schon. Praktisch. So, wunderbar. Was haben wir denn jetzt gemacht? Das war wahrscheinlich wieder unser lustiger Lichtfunke hier. So. Boah, wie viele sind das? Boah. Wie gut, dass die fast immer brennen. Zack. So, du brennst nicht. Na, verdammt. Aus Versehen Skill benutzt. Mal wieder, den ich nicht benutzen wollte. Oh ja, das ist cool. Dieser Wolkenspeer ist wirklich Gold wert. Die geben gut Geld mittlerweile. Kommen wir nun zu dem Moment, auf den ihr wahrscheinlich alle schon sehnsüchtig gewartet habt. Dem Gewinner meiner Promotion-Aktion. Und ich muss ehrlich sagen, diese Person, ja, die hat wirklich am meisten von allen abgesahnt.
Nee, Moment, das klang jetzt irgendwie komisch. Also, eigentlich meinte ich nur, dass ich finde, dass diese Person es wirklich verdient hat, Platz 1 zu sein. Denn so ein Talent muss wirklich gefördert werden. Und ich denke, bei ihm kann es auch in die höheren Abonnentenzahlen gehen. Aber genug geredet, schaut einfach mal rein, vielleicht gefällt euch sein Stil und abonniert ihn danach. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Donkey Kong 64. Pams, ihr fragt euch, warum ist der Hässliche denn in der Wohnung von Donkey Kong? Ich wollte das schon länger mal machen und hab gedacht, das machen wir doch jetzt in diesem Part. Wir haben etwas Zeit und haben da gut Zeit, um das zu machen. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was für Easter Eggs in diesem Spiel gibt. Wie seht ihr nämlich zuerst? Und wir haben gesiegt! Mann, sind wir hochbegabt. Und das in einem Rutsch. Ich spucke auch schon gleich aus Freude auf meinen Controller. Das Fass ist nicht so gut auf mich zu sprechen. Wir entwechseln aber zu Lanky Kong. Ich entschuldige für mein Headset. Ich habe mir zwar ein Verlängerungskabel geholt, dass es weniger knackt. Aber irgendwie komischerweise macht das Kabel immer noch. Und mein Headset auch. Ist halt nicht so das gerade das Beste. Aber wir wollen Tag natürlich haben. Weil wir fürchten uns in der Dunkelheit. Wisch, wisch, wisch. Genau, alles was Wischgeräusche macht, macht uns Angst. Whoa! Spuck. Wir wollen natürlich. Let's it have sun. Schön abgebremst. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich zum großen Baum komme. Der Dicke geht kaputt. Soll ich ihn klatschen? Wo will die denn hin, meine Granate? Ich glaube, hier bin ich auf dem richtigen Weg. Ich glaube, hier geht's zum großen Baum. Hey, Pilzgesicht! Aua. Ich glaube doch nicht, dass es hier hingeht. Aber wir haben ja die Technik auf unserer Seite. Deswegen nehmen wir den Bananenporter zurück. Schwupp. Ich glaube, ich muss zum großen Pilz, nämlich. Genau, der große Pilz. Jetzt kommt's mir wieder in den Sinn. Genau, der Great Pilz. The Great Mushroom. Mit dem schönsten Englisch, das ich hervorzaubern kann, um anzugeben. Bin mir aber gar nicht sicher, ob wir wirklich hier alles gemacht haben mit auf den Hasen. Das können wir aber leicht gleich anschauen. Geh mal weg, Digga. Aua. Gucken wir uns das doch mal schnell in der Gesamtübersicht an. Ach ja, Silo, du hast es wirklich auf Platz 1 geschafft. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal von mir. Vielleicht glaubst du es noch nicht, aber du bist wirklich auf Platz 1, ja? Dafür habe ich folgenden Grund. Er ist wirklich humorvoll, er ist einfallsreich und er hat einen gewissen Charakter, den nicht viele haben. Deswegen gehört er für mich auf Platz 1, auch wenn sein YouTube-Kanal jetzt vielleicht nicht am besten aussieht, wo er sich hätte vielleicht noch mehr Mühe geben können. Aber ich hoffe, da verbesserst du dich noch in der Zeit, Silo. Und ich hoffe wirklich, dass du dich stets weiter verbesserst. Aber halt im Charakter so bleibst, wie du bist, dann sollte es auch mit den Abonnenten klappen. Silo spielt zwar nicht die aktuellsten Spieler, aber wie gesagt, kann er das mit seinem humorvollen und lustigen Charakter wieder ausgleichen. Und das finde ich so besonders an ihm. Jetzt nochmal ein kleines Let's Play Video von ihm und dann begeben wir uns auch schon zum Ende. Dass der Eingang der Basis dort ist, knacken Sie den Code, um die bombensichere Tür zu öffnen. Wir müssen einen Code knacken, der so evil ist, dass der böse ist, ja. Evil halt. Die Lichter werden aufleuchten. Das ist ein Code. Hier ist die Tür, vor allem. Wenn der Code vollständig die ist, die Tür, ich sehe sie nämlich schon jetzt. Um ihn zu kopieren. Jo. Sie müssen 4 Codes kopieren, jo. Um die Tür zu öffnen. Wow, der Code ist schwierig. Oh, der ist auch schwierig, gelb. War es jetzt grün oder rot? Schwupp, schwupp, schwupp. Rot, gelb, rot, rot. Rot, gelb, rot. Was, grün? Gut gemacht, Actionman. Sie haben es geschafft. Schaut mal, die sehr geheime Tür. Schaut mal die großen, bösen Knöpfe an. Ein Kontrollzentrum. Es ist sicher eine gute Idee, die Ausrüstung von Dr. X zu zerstören, bevor sie weitermachen. Ja, machen wir das. Aber das werden wir jetzt auch noch machen. Da werde ich jetzt überziehen. Aber pssst. Das war jetzt die Dieser Spannung. Raum ist verdächtig leer. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig, Edgeman. Ja. Da ist was faul. Ein böser Roboter. Wir müssen jetzt nämlich
Kickbox machen. Was für ein Unsinn, die Munition an den Monitoren zu verkaufen. Scorpion Kick! Krachen Kick! Scorpion Kick! Boah, ich bin Chuck Norris! Bam! Viper! Scorpion Kick! Kannst du gar nicht! Ins Gesicht! Hongkong! Viatkong! Huda! Komm her, du böser Roboter! Push! Komm her, Roboter! Boom! Scorpion Kick! Ich bin Chuck Norris! Schau mal, wie ich mich hin und her bewege! Ruckel, 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 ruckel! Ja, das war's dann auch schon mit dem Promotion-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und vielleicht hat der ein oder andere jetzt schon einen neuen YouTuber in seiner Abo-Box. Ich habe auch noch einen Kanal, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Vielleicht wollt ihr da auch mal einen Blick reinwerfen, der Spoony ist auch manchmal ziemlich cool drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann in 2 Wochen wieder. Das heißt am 15. November, denn dann gibt's das neue Promotion-Video, nämlich von der Watchlist 2. Also, ich hoffe, ihr bleibt dran und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Reingehauen!